wir es vorher gewusst hätten. Ha? Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Bayerischen Kabinetts. Es informieren Sie heute der Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Herr Roland Engehausen, der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Panamaier, und der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Thomas Karmasin. Herr Staatskanzleiminister, bitteschön. Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Bayerischen Ministerrats, die wie immer stattgefunden hat unter der Leitung von Ministerpräsident Dr. Markus Söder im Kabinettssaal der Bayerischen Staatskanzlei. Zunächst einmal wünsche ich Ihnen allen einen schönen Valentinstag, Happy Valentine, der ja heute ist, und deshalb hatten wir ganz am Anfang, also vor der Kabinettssitzung, auch Besuch vom Bayerischen Gärtnereiverband und vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, der den Kolleginnen aus dem Kabinett den traditionellen Blumengruß des Valentinstags überreicht hat. Das war sozusagen der angenehme Teil. Im Übrigen hatten wir heute eine ganze Reihe sehr wichtiger und auch sehr ernster Themen, die wir beraten haben. Sie sehen schon an der Teilnahme der externen Gäste heute hier auch an der Pressekonferenz, dass wir uns fachlich ausgetauscht haben zum Thema Krankenhausreform. Da wird der Kollege Holitschek nachher darauf eingehen und zusammen mit den Experten, nämlich dem Präsidenten des Landkreistags, dem Landrat Thomas Karmasin, dem Vorsitzenden des Städtetags, dem Oberbürgermeister Markus Panamaier und dem Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Herrn Roland Engehausen. Wir haben uns dann befasst mit dem Thema Stromnetze, deshalb ist unter anderem auch der Kollege Aiwanger hier, und noch andere Themen, nämlich beispielsweise der Personalgewinnung an den Schulen. Kollege Piazzolo hat da den aktuellen Stand der Umsetzung der verschiedenen Bemühungen referiert, wie es gelingen soll, einfach bei der Einstellung von Lehrkräften der verschiedenen Schularten noch besser zu werden. Wir wissen ja, aus diversen Gründen haben wir einen hohen Einstellungsbedarf. Wir haben auch schon umfassende Maßnahmen, wie zum Beispiel den Ausbau der Studienplätze oder die Perspektive A13 für Grund- und Mittelschullehrer auf den Weg gebracht. Aber wir wissen auch, dass derartige Maßnahmen häufig erst mit zeitlichem Abstand ihre Wirkung entfalten, weil auch noch einmal klar wurde, dass wir keinen Mangel an Studienplätzen haben, was Lehrkräfte betrifft, also was Lehramtsstudienplätze betrifft. Es gibt mehr Studienplätze als Bewerberinnen und Bewerber, und der Wissenschaftsminister hat es auch berichtet, ab dem Wintersemester 23/24 wird es auch an den letzten beiden verbliebenen Universitäten, die Lehramtsstudierende ausbilden, keinen Numerus Clausus mehr geben. Das ist also ein wichtiger Aspekt. An allen anderen Standorten, an denen Lehrkräfte ausgebildet werden, gibt es heute schon keinerlei Kapazitätsbeschränkungen mehr. Also die angebotsseitigen Aktivitäten, was die Universitäten betrifft, sieht sehr gut aus. Was ist also nun geplant? Wir haben das heute erörtert an zusätzlichen Maßnahmen. Es geht also darum, Anreize auch für qualifizierte Lehrkräfte zu setzen, die deutschlandweit wirken sollen. Also die Anreize sollen deutschlandweit wirken, allerdings die auch für bayerische Landeskinder attraktiv sind. Das sind drei Punkte. Das eine ist eine Regionalprämie, die auf den Weg gebracht werden soll vom Kultusminister, nämlich eine Prämie für den Einsatz in wenig nachgefragten Regionen in Bayern, Prämie von 3.000 Euro brutto, einmalig für Lehrkräfte, die sich für den Einsatz an einer Schule in einer dieser Regionen mit hohem Lehrkräftebedarf entscheiden. Die Details wird der Kultusminister jetzt dann ausarbeiten. Der zweite Aspekt ist eine Umzugskostenvergütung für außerbayerische Lehrkräfte, die in den
Laufe der nächsten 3 Jahre sich dafür entscheiden, nach Bayern zu kommen und dort an einer Schule zu unterrichten. Und des Weiteren hat das Kultusministerium auch das Beratungsangebot ausgeweitet, digitale Informationen, insbesondere auch für außerbayerische Lehrkräfte, um sich über den bayerischen Schuldienst und die Attraktivität des bayerischen Schuldienstes gut informieren zu können. Da hinein spielt auch der Aspekt der finanziellen Verbesserung durch die Neuausrichtung von Orts- und familienbezogenen Bezügebestandteilen in den Ballungsräumen. Das ist ja etwas, was alle Beamtinnen und Beamten in Bayern betrifft, was aktuell auch sich schon im Gesetzgebungsverfahren befindet, aber das natürlich auch Lehrerinnen und Lehrern zugutekommt, wenn sie sich in diesen Bereichen, gerade in den Ballungsbereichen, befinden. Nur um das einmal mit Zahlen deutlich zu machen, also eine verheiratete Lehrkraft beispielsweise mit 2 Kindern, die in München lebt, wird nach dieser Reform knapp 3.700 Euro mehr pro Jahr verdienen. Bei einer ledigen Lehrkraft, die in München lebt, ca. 1.900 Euro mehr pro Jahr. Wobei man dazu sagen muss, dass generell A13, wenn man das mal als eine Beispielgröße nimmt, Besoldungsstufe A13 in Bayern mehr bedeutet, als das anderswo der Fall ist. Das muss man auch immer berücksichtigen. Also beispielsweise bedeutet A13 jetzt pauschal bei ledigen ohne Kindern Anfangsgrundgehalt ca. 61.600 Euro in Bayern, in Hessen 54.100 Euro, also eine Differenz von fast 7.500 Euro. Baden-Württemberg 57.800, also eine Differenz von 3.700 Euro pro Jahr und in Sachsen von fast 9.400 Euro Differenz pro Jahr, obwohl es die exakt selbe Besoldungsstufe ist. Das zeigt also, der Freistaat Bayern weiß um die Bedeutung seiner Beamtinnen und Beamten und macht eben auch eine entsprechende Besoldung auf höherem Niveau, als das andere Bundesländer machen. Also das war heute einer der wichtigen Aspekte. Ich möchte noch erwähnen, dass wir uns auch mit den schlimmen Auswirkungen des Erdbebens im Grenzgebiet Türkei-Syrien beschäftigt haben. Der Ministerrat sieht mit großer Betroffenheit auf das durch das Erdbeben in der türkischen Provinz und die folgenschweren Nach- und Folgebeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet verursachte große Leid. Allein die Zahl der Toten in der Türkei und in Syrien geht mittlerweile in die Zehntausende. Zahllose Menschen in der Region sind verletzt, sind ohne Obdach, sind ohne angemessene Versorgung oder medizinische Hilfe. Es ist sehr erfreulich, dass die Spendenbereitschaft der bayerischen Bevölkerung sehr hoch ist, weshalb auch der bayerische Ministerrat allen Hilfsorganisationen, die sich jetzt einbringen in die Unterstützung der Menschen dort, Wohlfahrtsorganisationen, aber auch an all die Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren, finanziell oder sogar persönlich, dass wir denen unseren großen Dank aussprechen. Der Freistaat Bayern ist mit der Türkei seit vielen Jahrzehnten freundschaftlich verbunden aufgrund der gewachsenen Beziehungen, staatlich, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich. Generationen türkischstämmiger Einwanderer haben ihren Beitrag zum Aufbau und zur Prosperität Bayerns geleistet und bei uns ihre Heimat gefunden. Sie sind wesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Daher ist es für uns selbstverständlich, in der Not helfend unter die Arme zu greifen. Wir machen das, das haben wir eben heute beschlossen, auch sehr praktisch. Mit der unentgeltlichen Abgabe von Hilfsgütern aus eigenen Beständen, beispielsweise medizinische Artikel und Gerätschaften, also Patientenmonitore, Beatmungsgeräte, Blutgasanalysesysteme, sonstige Verbrauchsgüter sowie Einsatzmaterial des Katastrophenschutzes wie Sanitätszelte, Feldbetten, Schlafsäcke, Heizgeräte, halt all die Dinge, die jetzt dort dringend benötigt werden, im Wert von insgesamt 4 Millionen Euro. Das sind alles Hilfsgüter, die dann geliefert werden und die dort in der Region, da kommt es dann auch nicht darauf an, ob das dann türkische Staatsbürger oder syrische sind, sondern einfach dort, wo Not herrscht, dort können die Dinge dann eingesetzt werden.
Schließlich haben wir noch einen Beschluss gefasst zur Unterstützung des Ehrenamts und gemeinnütziger Vereine. Die Staatsregierung sorgt für die Erleichterung bei nicht kommerziellen Veranstaltungen von ehrenamtlich tätigen Organisationen bei der Abwicklung mit der GEMA. Das ist ja ein Thema, das vor allem die gemeinnützigen Organisationen, die ehrenamtlich tätigen, immer sehr beschäftigt, vor allem wegen der Bürokratie, die damit verbunden ist. Dazu liegt jetzt ein Vertragsentwurf vor, ein unterschriftsreifer Vertrag zwischen der GEMA und dem Freistaat Bayern, in dem Pauschalvertrag abgeschlossen wird über 4 Jahre. Und demnach sind Musikveranstaltungen ohne die Zahlung von GEMA-Gebühren für Ehrenamtliche in Bayern durchführbar, wenn sie für Besucher kostenlos sind. Es handelt sich dabei also um ca. 47.000 Veranstaltungen allein im Jahr 2023, die damit sozusagen pauschal abgegolten sind, ohne dass jetzt ein bürokratischer Aufwand für die Vereine oder die Ehrenamtlichen entsteht. Alle wissen um die Berechtigung des Schutzes von geistigem Eigentum, deshalb sind ja auch GEMA-Zahlungen gerechtfertigt. Aber auf der anderen Seite steht halt der bürokratische Aufwand und das Interesse von Veranstaltungen und von Ehrenamtlichen, das eben auch durchführen zu können. Und es soll damit auf den Weg gebracht werden. Der Freistaat übernimmt die Kosten in Höhe von ungefähr 1,4 Millionen Euro jetzt in diesem Jahr und dann in den Folgejahren kostet es immer ca. 1,5 Millionen Euro. Das war ein wichtiges Anliegen der Staatsregierung insgesamt, aber auch der Ehrenamtsbeauftragten der Staatsregierung, der Kollegin Eva Gottstein, aber auch der Kollegin Scharf und der beiden Regierungsfraktionen. Abschließend, was meinen Teil betrifft, freuen wir uns auf die Münchner Sicherheitskonferenz, die am Freitag offiziell startet. Inoffizielle Kickoff war ja bereits gestern in Berlin, was jedes Mal in Berlin stattfindet, weil dort dann auch der Sicherheitsreport der MSC vorgestellt wird, der in diesem Jahr die Überschrift trägt Revision. Eine Anspielung, die ja nahe liegt bei der sich völlig veränderten Weltordnung seit einem Jahr. Deshalb wird auch diese Konferenz eine ganz besondere werden, mit enorm hohem Interesse von Besuchern, höchste Staats- und Regierungschefs, eine der größten Kongressdelegationen aus den USA wird teilnehmen, wie es in dieser Form noch nie der Fall war. Also eine bedeutende Konferenz in dieser schweren Zeit. Die Augen der Welt werden sicherlich auf diese Konferenz gerichtet sein. Der Freistaat Bayern ist darauf vorbereitet. Der Innenminister hat im Kabinett über die Vorbereitungen, gerade was die polizeiliche Seite betrifft, gesprochen, um die Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewährleisten zu können. Gleichzeitig natürlich auch das Demonstrationsrecht derer, die demonstrieren wollen, sicherzustellen. Also ich gehe davon aus, dass in der gewohnten, hochprofessionellen Weise der Freistaat Bayern hier Gastgeber sein wird. Gleichzeitig wird natürlich auch die Staatsregierung durch verschiedene Mitglieder der Staatsregierung an der Spitze dem Ministerpräsidenten involviert sein. Unterschiedliche Gespräche werden geführt werden. Ministerpräsident wird beispielsweise die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten am Donnerstag am Flughafen in Empfang nehmen, zahlreiche Gespräche führen, das große Abendessen am Samstag in der Residenz ausrichten. Also es wird insgesamt eine bedeutende Tagung. Und wir sind sehr froh und auch stolz darauf als Freistaat Bayern, als bayerische Staatsregierung, dass das wieder in München stattfindet. Herzlichen Dank. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, bitte sehr. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wichtige Punkte aus Sicht des bayerischen Wirtschaftsministeriums sind heute unter anderem das Thema Beschleunigung der Energiewende und die bayerischen Energiehärtefallhilfen, die im Kabinett behandelt wurden. Sie wissen ja, dass wir 100 Stellen zusätzlich einsetzen wollen, um die regionale Energieversorgung voranzubringen, 80 Stellen davon an die Regierungen, um noch gezielter Energieplanungen voranzubringen. Wir müssen ja die regionalen Planungsverbände personell unterstützen, damit sie die Windkraftgebiete ja weiterentwickeln können, diese Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, in denen künftig Windräder errichtet werden sollen. Auch da das Thema Photovoltaikausbau, Geothermie und viele Fragen mehr, die jetzt immer mehr an Aktualität gewinnen.
die wollen wir auch personell, professionell begleiten, um damit auch die Landratsämter zu entlasten. Es werden hier Expertenteams an den Regierungen gebildet, die dann hier den kommunalen Ebenen oder auch den Energiewendern zuarbeiten, ihre Anträge bearbeiten, ihre Genehmigungsverfahren koordinieren und vieles mehr. Wir haben einen massiven Andrang mittlerweile in den Beratungsanfragen. Sie kennen unser System der Windkümmerer, wo wir derzeit rund 90 Kommunen beraten, die konkrete Windkraftpläne haben. Summiert haben wir hier rund 300 Windräder, die in einer relativ konkreten Absicht an uns herangetragen werden, auch realisiert zu werden. Und das ist erst der Anfang. Also der Windkraftboom beginnt jetzt und muss jetzt professionell abgearbeitet werden. Wir haben auch von Berlin ja jetzt dieses Signal, dass die Umweltverträglichkeitsprüfungen und viele andere Vorgaben gelockert werden, sodass wir in Windvorrang- und Windvorbehaltsgebieten jetzt künftig mit weniger Bürokratie vorgehen können. Und wir sind auch im Bereich der Photovoltaik, des Photovoltaikausbaus so erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, dass wir ja mit Abstand an der Spitze deutschlandweit stehen mit dem Zubau in Bayern. Über 50% der Freiflächen-PV Deutschlands wird derzeit in Bayern errichtet. Über alle PV-Anwendungsarten, auch auf Dächern und so weiter hinweg gerechnet, mehr als 30%. Das zeigt, welche Entwicklungskraft hier aus Bayern kommt. Wir stoßen aber jetzt zunehmend an Netzengpässe, das heißt immer mehr Netze im Verteilnetz- und Übertragungsnetzbereich sind voll, vor allem dann eben, wenn die erneuerbaren Energien anfallen, um die Mittagszeit in Bayern bereits mehr als 100% des Strombedarfs durch Photovoltaik erzeugt, wenn die Sonne scheint. Dieser Strom muss in die Netze, muss abtransportiert werden und wir sehen, dass hier einfach so viele organisatorische Dinge abzuleisten sind und auch in der Bauausführung der Netzausbau im Prinzip dem Wunsch an Zubau im erneuerbaren Bereich hinterherhinkt. Deshalb starten wir jetzt auch zunehmend Aktionen mit Speichern, Strom vor Ort abzufangen und gar nicht erst in die Netze drücken zu müssen. Von unserem Elektrolyseur-Förderprogramm, das wir jetzt dann freischalten können, wenn der Haushalt genehmigt ist, mit rund 150 Millionen Euro, 50 Elektrolyseure, um den Wasserstoff dann vor Ort zu erzeugen, anstatt die Netze zu überlasten, bis hin zu verschiedenen Arten von Speichern, bis hin zu Pumpspeichern, wo wir auch versuchen, eben größere überregionale Speicher zu pushen, Riedl bei Passau, Habburg bei Nürnberg und so weiter. Also hier an allen Enden diese Energiewende voranzubringen. Ich habe vor wenigen Tagen auch mit Herrn Habeck in einer Videoschalte dazu gesprochen, dass der Bund bitte sich bemühen möge, dass die Netzbetreiber auch selber Speicher betreiben können. Wir haben die groteske Situation, dass die Stromnetzbetreiber ja nicht mal dürfen, es sei denn in Ausnahmesituationen, dass sie Stromspeicher errichten, um den Überschussstrom zwischenzuspeichern und dann wieder gezielt in die Netze einzuspeisen. Das ist regulatorisch getrennt, darf nicht in einer Hand sein, weil man zu viel Macht- und Marktkonzentration fürchtet. Aber momentan behindert man damit die Energiewende. Dieser Weg muss an der Stelle also frei werden. Zweiter Punkt, Energiehärtefallhilfen, ein Drama mit Ansage seitens des Bundes. Meine Damen und Herren, seit Herbst vergangenen Jahres diskutieren wir mit dem Bundeswirtschaftsministerium und der Bundesregierung, welche Programme die Länder auflegen dürfen, um den KMU-Betrieben, also kleine und mittelständische Unternehmen bis 249 Mitarbeiter, unter die Arme greifen zu dürfen, wenn sie aufgrund der hohen Energiepreise in die Bredouille kommen. Wir haben als Bayern ein Programm aufgelegt, das holzschnittartig in etwa bedeutet, wenn ein Betrieb aufgrund einer Verdoppelung oder mehr der Energiepreise in die Insolvenz geraten würde, dann zahlt der Freistaat Bayern die Summe, die über die Verdoppelung hinausgeht, wenn er eben dadurch von der Insolvenz gerettet werden kann. Bagatellbetrag 6.000 Euro, noch ein paar Ausführungen im Kleingedruckten, aber das ist die grobe Ansage. Der Bund hatte uns im Vorfeld versichert, es gäbe kein Bundesprogramm zu der Thematik. Die Länder hätten größtmögliche eigene Entscheidungskompetenz bei der Aufstellung des Programms.
und würden vom Bund 1 Milliarde nach Königsteiner Schlüssel verteilt bekommen. Bayern also etwas mehr als 150 Millionen und wir könnten damit relativ freihändig unsere Pläne schmieden. Und es gab die Zusage über Bundeskanzler und Ministerpräsidenten, dass auch nicht leitungsgebundene Energieträger wie Pellet oder Öl in diese Entschädigungszahlungen einfließen dürfen. Und auf das hin haben wir unser Programm gestrickt und wollten zum Ende Januar loslegen. Wenige Tage vorher kam dann die Hiobsbotschaft, Haushaltsausschuss, Bundestag. Der Ampel stoppt die Zahlung für Pellet, Öl und Co., also nur noch leitungsgebunden. Und die Programme sind bisher auf Eis gelegt. Also wieder Kommando zurück, dann unsererseits wieder in Berlin vorstellig zu werden, nach dem Motto, das kann doch nicht sein, ihr hattet es doch versprochen. Nach wenigen Wochen dann wieder Korrektur, nein, hoppla, wir nehmen Pellet und Öl doch wieder mit rein, wollen aber jetzt eure Programme, die ihr in den Ländern aufgesetzt habt, genau checken, ob die unseren Wünschen entsprechen. Obwohl man vorher sagt, ihr könnt die frei gestalten. Jetzt müssen wir also unser Bayern-Programm, das seit Januar laufen sollte, wieder in Berlin quasi zur Genehmigung vorlegen. Sonst würden die uns kein Geld geben für die Dinge, die sie uns zugesagt haben. Also Chaos pur über Monate hinweg. Ich erinnere daran, in Corona-Zeiten haben wir innerhalb einer Woche in Bayern mit Auszahlungen begonnen. Eine Woche, nachdem wir gesagt haben, liebe Leute, Gaststätten und so weiter müssen geschlossen werden, eine Woche später flossen die ersten Gelder. Wir dachten, wenn ähnliche Krisen kämen, würde man in Zukunft noch besser werden. Und jetzt haben wir fast ein halbes Jahr und es ist noch kein Cent geflossen und wir wissen nicht, wann überhaupt. Also das erinnert mich wirklich an den Auftritt der Altenaihauser Feuerwehrkapelle in Veitshöchheim. Die sagten, die Feuerwehr ist so langsam, dass aus der Asche schon wieder der Löwenzahn rauswächst. Also wenn die Unternehmen draußen wirklich angewiesen wären auf diese Härtefallhilfen, dann kommen wir ein halbes Jahr oder ein Jahr zu spät. Also ein Drama mit Ansage und ich will nicht alle Worte heute gebrauchen, die mir dazu einfallen, wenn man ein halbes Jahr mit dem Bund verhandelt und ein solches Programm bis heute nicht scharf gestellt werden kann und nicht in Aussicht ist, wann es denn geht, eventuell im März. Ja, liebe Leute, so kann man kein Land regieren. Tut mir leid, dieses Ampelgehampel ist tödlich für dieses Land. Ich kann das mittlerweile an vielen Beispielen dokumentieren. Und abschließend noch das Thema der GEMA-Gebühren. Auch das freut mich sehr, dass wir heute hier zu einer Einigung gekommen sind. Großer Dank an unsere Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein und das Sozialministerium, die hier wirklich eine vorbildliche Entbürokratisierung endlich auf den Weg gebracht haben. Es wird ja viel von Entbürokratisierung geredet. Hier wurde endlich mal was Konkretes mit einem Mehrwert für breite Bevölkerungskreise geschaffen, für das Ehrenamt draußen, die jetzt dann mit vielen Sommerfesten und so weiter ja die Bevölkerung auch wieder zu positiven Gedanken anregen. Die wurden bis dato mit einer GEMA-Bürokratie überzogen, dass sie hier Gebühren abführen mussten, wenn irgendwo Lieder gesungen wurden. Also in diesem Sinn, wenn es nicht kommerzieller Art ist, dann geht das künftig auf die Kappe der Staatsregierung. Die Menschen können feiern und die Vereinsvorstände haben diese Thematik vom Hals. Es sei denn eben, es sind kommerzielle Veranstaltungen, wo dann Eintritte und so weiter kassiert werden, ist wieder die andere Baustelle. Also danke an alle Beteiligten. Auch das ist ein gutes Signal für dieses Jahr in Bayern, dass auch Feste gefeiert werden können und die Vereinsvorstände hier wenigstens mit diesem Thema überwiegend in Ruhe gelassen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir nun zum großen Thema Krankenhausreform. Den Anfang macht Roland Engelhausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Bitte schön. Ja, danke schön und sehr geehrte Damen und Herren. Es freut uns sehr, dass wir die Einladung erhalten haben von Herrn Ministerpräsidenten Söder und dem Ministerrat, über dieses wichtige Thema zu reden. Sie wissen, eine Krankenhausreform ist angestoßen worden von der Bundesregierung mit einem Kommissionspapier, wo wir auch gestern auf der Ebene der Deutschen Krankenhausgesellschaft eine Auswirkungsanalyse ja präsentiert haben. Und umso mehr man sich mit dieser Auswirkungsanalyse beschäftigt, umso mehr muss man auch sagen,
Die Vorschläge der Regierungskommission des Bundes haben weder Hand noch Fuß. Sie sind auch so nicht umsetzbar. Die Folgen wären dramatisch. Sie sind auch so dramatisch, dass es, glaube ich, niemanden mehr gibt, der sagt, genauso muss es umgesetzt werden. In Bayern würden 42 Krankenhäuser übrig bleiben, die eine vollumfängliche Versorgung sicherstellen könnten. Viele Krankenhäuser der Regelgrundversorgung müssten sozusagen dann in eine ambulante Struktur umgebaut werden. Das könnte, je nachdem, wie hart man diese Regeln scharf schaltet, ein Drittel oder sogar fast die Hälfte der Krankenhäuser betreffen. Es gibt dann noch so eine 30-Minuten-Erreichbarkeitsregel, die die Kommission da aufgeschrieben hat. Das wäre zerstörerisch und es würde im Übrigen auch die Struktur der Fachkliniken, die in Bayern eine Besonderheit haben, gefährden. Deswegen, dieses Kommissionspapier ist nicht umsetzbar aus unserer Sicht. Es war auch fahrlässig aus unserer Sicht, dass das so präsentiert wurde am 6. Dezember, weil damit Verunsicherung ausgelöst wurde bei den Beschäftigten, in den Krankenhausträgern, wie es damit weitergeht. Und deswegen haben wir heute auch diskutiert und das wäre auch die Haltung der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Wir müssen deutlich machen, dass das Papier allenfalls eine Ideensammlung ist. Da kann man das eine oder andere vielleicht draus nehmen, aber in der Gänze ist es nicht umsetzbar. Und wir hören ja auch aus dem Kreis der Mitglieder der Regierungskommission, dass man da über alles reden kann. Wir hören zwischenzeitlich auch, dass diese Reform mit Mitteln zwischen, je nachdem, wenn man dort hört, zwischen 70, 80 und 100 Milliarden belegt werden sollte, obwohl es noch von Bundesminister Lauterbach Anfang Dezember hieß, das geht kostenneutral. Deswegen, glaube ich, muss man das Ganze nochmal auf Null setzen, Neustart machen. Und da ist aus Sicht der Bayerischen Krankenhausgesellschaft zumindest jetzt die Bund-Länder-Gruppe gefragt, da Grundlagen zu schaffen, die wichtig sind. Denn ein Reformbedarf ist unbestritten. Die Demografie, der Fachkräftemangel, der drückt uns im Gesundheitswesen nicht nur dort, aber dort ganz besonders. Und wir haben die Corona-Pandemie wirklich hervorragend gemeistert. Ich glaube, sogar auch in allen Bundesländern die Krankenhäuser. Und es wäre verheerend, jetzt einen Kahlschlag zu machen, sondern wir müssen sozusagen von den Beschäftigten heraus und von dem Versorgungsbedarf, der durch die Demografie kommt, heraus eine Reform anstoßen. Und da geht es ganz besonders um die zentrale Frage, wer dann in den Krankenhäusern zukünftig arbeiten möchte und kann. Das heißt, das Thema Fachkräftemangel. Deswegen braucht man zwei Dinge aus unserer Sicht: attraktive Arbeitsplätze und eine Schonung der Ressourcen. Das ist aber ein Marathonlauf. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Da ist ein Umbau nötig, der aus unserer Sicht auch mit einem Grundsatz aufgelegt werden müsste. Und dieser Grundsatz lautet: erst die Planung, die in Länderhoheit ist. Da kann man auch die Leistungsgruppen aus unserer Sicht für nehmen. Und darauf muss dann auch die Finanzierung folgen. Nicht umgekehrt, weil ansonsten würde man was planen, nur aus rein finanzieller Logik. Das macht keinen Sinn für die Versorgung der Menschen im Freistaat. Wir glauben, dass in diesem Transformationsprozess es wichtig ist, zu diskutieren, einen Dialogprozess anzustoßen. Und das ist genau das andere, als ein Reformpapier zu machen, aus einer kleinen Kommission heraus. Und deswegen, wenn ich es zusammenfassen darf, im Moment ist es für uns wichtig, erst einmal, dass die Grundlagen geschaffen werden für die Krankenhäuser für die Zukunft. Das, was der Wirtschaftsminister gesagt hat zum Thema Hilfsfonds für Energie, das haben wir leider auch im Krankenhausbereich. Uns wurden vom Bund versprochen 6 Milliarden. Von den 6 Milliarden wird gut und gerne 3 Milliarden nicht ankommen, weil das Papier so schlecht gemacht ist, dass es nicht umsetzbar ist. Deswegen haben wir eine große finanzielle Not in den Kliniken. Die muss jetzt schnell gelöst werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie gesagt, Neustart der Reformkommission in der Hoheit Bund-Länder, die sich dort gemeinsam einigen müssen mit der klaren Hoheit der Länderplanung. Und dann ist der dritte Punkt, einen Dialogprozess anzustoßen, der wichtig ist, weil es geht um die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Wohnortnähe und überall flächendeckend. Und das, wie gesagt, kann man aus unserer Sicht nicht über so ein Papier machen, sondern da muss man auch dann über einen längeren Zeitraum reden. Und auch das haben wir heute besprochen. Und da bin ich auch dankbar, dass wir dort nach unserer Sicht das Gehör gefunden haben. Dankeschön. Vielen Dank.
Als nächster spricht der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Oberbürgermeister Markus Pannermeier. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Situation der Krankenhäuser erfüllt die kommunale Familie aktuell mit großer Sorge. Insofern sind wir dankbar, dass wir heute an den Beratungen zu diesem Thema im Ministerrat teilnehmen konnten. Ich will zunächst mit der aktuellen Situation mit ein paar Sätzen beginnen. Wir stellen momentan eine sehr gefährliche Schieflage fest und an vielen Orten auch eine dramatische Entwicklung der Defizite. Die Unzulänglichkeiten des bisherigen Finanzierungssystems, die seit längerem bekannt und auch beklagt sind, entfalten aktuell enorme Dynamik. Das war schon im Jahr 2022 so und zeichnet sich jetzt auch in den Wirtschaftsplänen der Krankenhäuser ab. Das liegt daran, weil im Moment auch inflationsbedingt die Kosten sehr viel dynamischer steigen, die Kosten für Material, Energie, Medikamente, aber natürlich auch die Personalkosten und durch die Steigerung der Landesbasisfallwerte bei weitem nicht ausgeglichen werden. Dazu kommt noch ein zweites Phänomen. Viele Kliniken können nicht alle Betten betreiben, müssen zum Teil Stationen schließen wegen Personalmangel, haben damit die Vorhaltekosten zu tragen, aber nicht die Möglichkeit, über erbrachte Leistungen diese Kosten auch zu refinanzieren. Das führt zu prognostizierten Defiziten in vielen Häusern, momentan in Dimensionen von 5, 10, 20 Millionen Euro, je nach Größe und noch mehr. Und das ist wirklich eine dramatische Entwicklung, weil bei diesen Zahlen Insolvenzen nicht ausgeschlossen werden können. Und das wäre ein völlig unstrukturierter Prozess hin auf dem Weg zu einer Reform, der natürlich mit einer geplanten, strukturierten Vorgehensweise nicht vereinbar ist. Zum anderen sind die kommunalen Haushalte, dort wo die Kommunen Träger dieser Krankenhäuser sind, mit Herausforderungen konfrontiert, die ihre Leistungsfähigkeit übersteigen. Abgesehen davon ist es nicht sachgerecht, wenn die Kommunen zu Ausfallbürgen werden, weil der Bund in der Frage der Finanzierung seine Hausaufgaben nicht erfüllt hat. Deshalb ist unabhängig und vor der Reform notwendig, dringend notwendig, dass schnelle, unkomplizierte Hilfe in den Krankenhäusern ankommt. Und ich möchte dort anknüpfen, wo Herr Engehausen auch dazu gesprochen hat. Dazu gehört, dass diese 6 Milliarden Euro, die vom Bund in den Raum gestellt wurden, vollständig auch in den Krankenhäusern ankommen können. 4,5 Milliarden davon sind ausschließlich an das Thema Energie gebunden, was an sich schon nicht sachgerecht ist, und sind an einen Formalismus gebunden, der dazu führen wird, dass diese Mittel nicht, bei weitem nicht vollständig ausgeschöpft werden können. Das ist übrigens nicht überraschend. Darauf wurde im Vorfeld auch hingewiesen. Deshalb ist es umso bitterer. Und an der Stelle muss dringend nachgebessert werden, dass diese 6 Milliarden vollständig ausgereicht werden, sowie auch der Freistaat. Ich denke, da wird der Gesundheitsminister noch etwas dazu sagen, der auch einen zusätzlichen Beitrag der Stabilisierung leistet. Unstrittig ist für den Bayerischen Städtetag, dass eine Reform des Krankenhauswesens notwendig ist. Das hat nicht nur damit zu tun, dass man die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems im Blick behalten muss, sondern das hat natürlich auch mit der aus dem demografischen Wandel heraus begründeten Entwicklung der Fachkräftesituation zu tun. Es ist einfach so, dass die bisherigen Strukturen auf Dauer nicht betrieben werden können, auch was die Gewinnung oder die Möglichkeit der Gewinnung der Fachkräfte betrifft. Wenn man sich die aktuell vorliegenden Reformpläne ansieht, dann würde ich aus Sicht des Bayerischen Städtetags eindeutig positiv bewerten, die Idee, mit Vorhaltepauschalen künftig arbeiten zu wollen. Das ist eine Teilantwort auf die aktuelle Schieflage, die wir momentan feststellen. Unserer Auffassung entsprechend müssen diese Vorhaltepauschalen mindestens bei 60% des Budgets angesetzt werden, um auch wirklich Wirkung entfalten zu können. Gleichzeitig muss man aber feststellen, dass das Konzept, das im Dezember vorgestellt wurde, ein sehr starres, ein sehr formalisiertes Konzept ist, wo es sicher für die einzelnen Überlegungen theoretische Begründungsableitungen gibt. Aber woran es von Anfang an gekrankt hat, aus meiner Sicht, ist, dass diesem starren, formalisierten Konzept nicht gleichzeitig eine konkrete Auswirkungsanalyse beigelegt wurde. Das ist notwendig für politische Entscheidungen, nicht nur eine theoretische Ableitung zu leisten, sondern auch zu wissen, ganz konkret zu wissen, was die Idee in der Praxis für eine Auswirkung hat. Der Bundesminister hat im Dezember das Konzept als revolutionär und auch als radikal bezeichnet. Ein Stück weit merkt man jetzt, wenn man die konkreten Auswirkungen beginnt zu beschreiben, dass dieser Begriff radikal nicht ganz von ungefähr gewählt war.
Wir haben über das Gutachten, das der Freistaat Bayern in Auftrag gegeben hat, mittlerweile die Möglichkeit, konkreter auf die Auswirkungen zu blicken. Und wir haben auch ganz aktuell über die Einlassungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft Möglichkeit, darauf zu blicken. Und ich will nicht noch einmal ausführen, was Herr Engehausen schon erläutert hat, aber auch aus Sicht des Bayerischen Städtetages führt es zu erheblichen Verwerfungen, zu Versorgungsdefiziten im Bereich der Geburtshilfe, im Bereich der Schlaganfallversorgung, der Herzinfarktversorgung und sicher auch anderen Bereichen. Und deshalb ist auch für uns klar, dass das Konzept, so wie es vorliegt, nicht umgesetzt werden kann. Im Übrigen hat man den Eindruck, dass auch erhebliche Teile der Kommission mittlerweile dieser Auffassung näher treten und dass man an allen Orten beginnt oder an allen Stellen beginnt, jetzt auch an diesem Konstrukt Veränderungen vorzunehmen. Ich will abschließend nochmal den Blick auf das Ziel richten, das aus unserer Sicht erstrebenswert ist. Ich will noch einmal bekräftigen, dass eine Reform notwendig ist, die auch Veränderungen mit sich bringen wird, die mancherorts sicher auch als schmerzhaft empfunden werden. Vor dieser Diskussion darf man sich nicht verstecken und nicht drücken. Ich halte den Weg über Vorhaltepauschalen für richtig und für zukunftsweisend. Aber neben einer finanzierbaren und von den Fachkräften her auch zukunftsfähigen Struktur muss man eben auch den Blick auf die regionalen Versorgungsbedarfe ganz konkret lenken. Und um das leisten zu können, wird es in einem Konzept Öffnungsklauseln brauchen für spezifische Herausforderungen in unterschiedlichen Bundesländern, aber auch für ganz spezifische Situationen vor Ort. Ein Beispiel, um nur eines zu nennen, das in dem Konzept nicht berücksichtigt wurde und beim Gutachten des Freistaats sehr intensiv aufgefallen ist, ist zum Beispiel die konkrete Situation der Fachkliniken, die bei uns in Bayern einen ganz wichtigen Beitrag leisten und die in ihren Bedürfnissen in diesem Konzept überhaupt nicht richtig abgebildet werden. Ein Konzept für die Zukunft muss leisten, dass die strukturelle Unterfinanzierung dauerhaft beseitigt wird, dass wir nicht Jahr für Jahr wieder in die gleiche Situation kommen. Das wird ohne frisches Geld nicht gehen. Also die ursprünglich artikulierte Idee, dass es nur um eine Umverteilung geht, wird sicher nicht funktionieren. Es wird dazu zusätzliches Geld brauchen und es wird nach Einschätzung des Bayerischen Städtetags auch eine längere Konvergenzphase brauchen. Die Idee, das in 5 Jahren komplett abzubilden, einen so tiefgreifenden Umbau unseres Gesundheitssystems, halten wir für nicht zielführend und auch nicht für durchführbar. Es wird eine längere Phase des Umbaus geben müssen und diese Phase wird auch massiv durch finanzielle Unterstützung begleitet werden müssen. Wir plädieren dafür, bei den Planungen ganz konkret auch die Entwicklung der ambulanten Strukturen in den Blick zu nehmen, weil wir feststellen, dass an verschiedenen Orten auch die ambulanten Strukturen in Zukunft unter Druck geraten und man diese Themen aufeinander abzustimmen hat. Und ich möchte noch einmal abschließend bekräftigen, es braucht dringend eine sofortige Stabilisierung, weil sonst die Gefahr droht, dass einige Kliniken diesen Prozess gar nicht erleben werden und damit von vornherein schon ein strukturierter und auch verantwortbarer Prozess ausgeschlossen ist. Deshalb am Ende der Gedanke, es ist sicher gut, wenn dieser Prozess zügig umgesetzt wird im Hinblick auf die Dringlichkeit, aber man sollte den Zeitdruck nicht als das Wichtigste in der Agenda betrachten. Wichtig ist, eine gute Lösung zu finden, denn es geht um sehr viel für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Es geht um eine stabile Gesundheitsversorgung für die Zukunft. Vielen Dank. Dann der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Landrat Thomas Karmasin, bitte schön. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Tatsache, dass wir hier vor Ihnen stehen, zeigt, dass in Bayern die Betroffenen mit eingebunden werden. Dafür sind wir dankbar. Die Vorschläge, die seitens Berlin jetzt auf dem Tisch liegen, sind insoweit richtig gedacht, als ein Reformbedarf überhaupt diskutiert und erörtert wird. Er ist aber in der Sache für uns völlig ungeeignet. Die Antworten, die gegeben oder gesucht werden, lösen weder das Problem der sofortigen Schieflage, die wir jetzt in 2023 bei den Kliniken haben, Kollege Pannermeier hat es erwähnt, und mittelfristig führen sie nicht zu den richtigen praktischen Ergebnissen. Wir müssen sehen, dass wir natürlich bei Reformen immer auch gewisse Einschnitte haben, aber hier handelt es sich nicht um mögliche Einschnitte, sondern hier handelt es sich gerade aus der Sicht des ländlichen Raums um eine Schneise der Verwüstung, die durch die gewachsenen Strukturen hier geschlagen wird. Ich will nur zwei Dinge ansprechen. Die Geburtshilfestationen, ein Thema, mit dem jeder irgendwo vertraut ist. 40% aller Geburtshilfestationen in Bayern würden einer solchen Reform zum Opfer fallen.
Und ich will das Thema Schlaganfall, das der Kollege Bannermeier auch schon angesprochen hat, nennen. Wir hatten immer so als Schreckgespenst ist die sogenannte Door-to-Needle-Time, also die Zeit bis zur Versorgung von dem Moment, wo der Patient sozusagen anruft. Da hat sie mir geheißen, es muss ganz schnell sein, jede Minute zählt, gibt sogar Plakate und so weiter. Und jetzt soll auf einmal 30 Minuten ausreichen, um zur nächsten Klinik zu kommen. Also das wäre mit Sicherheit keine gute Lösung. Wir bräuchten jetzt eilige Hilfen vom Bund und wir bräuchten kein Konstrukt, das die Finanzierungsstrukturen in den Kliniken so ausgestaltet, dass es eine Planungsmöglichkeit durch die Länder, die verfassungsrechtlich eigentlich bei den Ländern liegt, faktisch überhaupt nicht mehr gibt, weil durch das Finanzierungssystem das faktisch gar nicht mehr möglich ist. Die Diskussion, so wie sie jetzt im Moment auf dem Tisch liegt und die als Revolution bezeichnet worden ist vom Gesundheitsminister, ist, glaube ich, auch in der Art der Diskussion schon schädlich, weil es natürlich den Weg weist einer, ja, wie der Name sagt, Revolution, das heißt einer eiligen, umsturzartigen Entwicklung, die den Häusern schadet, die dazu führen, dass das Personal verunsichert wird, dass sich zum Teil auch Ärzte bereits umhören, sich möglicherweise umorientieren. Und sie wird auch gar nicht den Erfolg erreichen, der wohl beabsichtigt ist, denn zum Beispiel, ich sehe es in meinem Haus, die erste Überlegung ist natürlich sofort, wo stehe ich in dieser neuen Liste, in diesem neuen Ranking und wie kann ich mich möglichst sofort in Sicherheit bringen in die nächsthöhere Stufe. Das heißt, es wird also auch nicht erreicht werden, dass irgendwo Geld gespart wird. Das Gegenteil wird übrigens der Fall sein, wenn man immer so leichtfertig argumentiert, das, was kleinere Krankenhäuser leisten oder Krankenhäuser der Grundversorgung, das werden dann die anderen eben auffangen. Die haben ja nicht lauter leere Betten jetzt. Das heißt, die müssten ja sich reformieren, die müssten möglicherweise umbauen, andere Dinge mehr machen. Also aus meiner Sicht muss diese Frage wesentlich behutsamer, ist ja ein sehr emotionales Thema, wesentlich behutsamer durchdacht werden, unter Einbindung der Betroffenen durchdacht werden. Und ich bin dankbar, dass in Bayern der Gesundheitsminister diesen Weg beschreiten will, dass er sich mit uns zusammen Gedanken macht. Dann bin ich überzeugt, die Kommunen sind dafür aufgeschlossen, bin ich überzeugt, werden wir auch gute Ergebnisse erzielen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Zum Abschluss noch Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Ja, meine Damen und Herren, wenn man so will, dann haben wir heute im Kabinett einen Praxischeck gemacht der Reformvorschläge. Es waren ja neben den Spitzenverbänden und der BKG heute auch noch der Herr Dr. Weiler da, der Herr Frauenknecht, also Klinikdirektoren und Praktiker vor Ort. Und Sie haben jetzt gesehen, das Ergebnis war unisono, dass diese Reformvorschläge diesen Praxischeck nicht standgehalten haben. Deswegen muss man einfach nochmal jetzt wirklich drangehen, von vorne nochmal zu schauen, was ist denn da passiert. Und wir müssen so eine Reform ja von den Patientinnen und Patienten her denken. Und es ist ja jetzt schon beschrieben worden, wenn auf einmal Schlaganfallnetzwerke, die sich bewährt haben, gewachsene Strukturen nicht mehr funktionieren, wenn 40-50% in der Kardiologie sich auf einmal neue Stationen suchen müssen, weil die starren Strukturen dieses Systems einfach es nicht mehr zulassen. Wenn wir an einem Standort wie Nürnberg auf einmal zwei unterschiedliche Level haben und hochspezialisierte, zum Beispiel onkologische Strukturen nicht mehr stattfinden, weil die in dem Level nicht mehr möglich sind, dann schaden wir der Versorgung mehr, als dass wir ihr nutzen. Daneben ist immer noch nicht geklärt, wie wir wirklich das Personal tatsächlich für die Zukunft ein Stück weit von den Arbeitsbedingungen nach vorne bringen wollen. Ich bin immer noch dafür, dass wir Zulagen jetzt endlich mal steuerfrei stellen, dass wir auch Signale ans Personal stellen. Wir können viel über Reformen reden. Wenn die Menschen nicht mehr da sind, die an den Betten stehen, dann nutzt uns das alles nichts. Bürokratieabbau. Auch dazu fehlen mir tatsächlich die Aussagen in diesem Konzept. Deswegen müssen wir da noch mal ganz konkret dran. Und ich würde wirklich wünschen, dass wir einen Krankenhausgipfel der Praktiker machen. Dass wir tatsächlich die an den Tisch holen, die vor Ort die Versorgung sichern. Manchmal erinnert mich dieses Konzept ein bisschen an das Thema der Medizinprodukte-Richtlinie. Da wird irgendwo was gemacht, gut gemeint, aber das Ergebnis ist dann genau das Gegenteil. Bei der Medizinprodukte-Linie, die heute im Europaparlament nochmal behandelt ist, hat sich auf einmal herausgestellt, dass für Kleinkinder keine Herzkatheter mehr da sind, weil die nicht mehr produziert werden. Also man hat gemeint, man tut etwas Gutes, aber hinten raus in der Versorgungskette stellt sich dann genau als das Gegenteil dar. Und so kommt mir dieses Thema auch vor. Wir wollen alle eine Reform. Wir brauchen auch eine andere Art der Finanzierung.
Die DRGs, die Lauterbach damals federführend mit eingeführt hat, sind schon lange nicht mehr der Maßstab und müssen wirklich überholt werden. Und das Thema der Vorhaltefinanzierung ist immens wichtig. Gestern haben wir einen neuen Vorschlag zur Notfallmedizin am Tisch gekriegt, Herr Engelhausen, Rettungsthema Notfallmedizin. Auch das hat ja Auswirkungen. Weniger Krankenhäuser bedeuten auch für Rettungsfahrzeuge mehr Fahrten. Ich möchte einfach mal, dass wir ganzheitlich nochmal auf dieses Thema draufschauen und nicht jetzt jeden Tag ein Stückchen was präsentiert kriegen, das dann hinten und vorne nicht passt. Deswegen lade ich Herrn Lauterbach auch ein, gerne auch nach Bayern zu einem Gipfel der Praktiker mit den Leuten vor Ort zu diskutieren und ihnen auch zu sagen, wie die Dinge einfach in der Praxis ausschauen. Weil das ist halt anders als in Köln, das ist anders als in Düsseldorf, wenn ich hier das flache Land habe. Und die meisten Menschen wohnen eben am flachen Land. Und es darf nicht an diesen Themen vorbeigehen. Und wir müssen das gemeinsam hier auf die Reihe kriegen. Und das wollen wir auch. Wir wollen uns keiner Reform verweigern. Wir wollen weiter am Tisch mitarbeiten, aber wir wollen nicht vollendete Tatsachen. Und wir wollen auch klare Aussagen nochmal, wo kommt das Geld her in der Zukunft, das für die Krankenhausfinanzierung notwendig ist und das auch der Bund in der Verantwortung mit darstellen sollte. Und ich würde mir wünschen, dass der Bundesfinanzminister klipp und klar sagt, das, was die Experten jetzt fordern, 100 Milliarden stellen wir zur Verfügung für einen Strukturwandel, der sich über mehrere Jahre hinziehen wird. Ich höre da nichts. Auch bei der Pflegeversicherung höre ich nichts. Auch bei der GKV höre ich nichts. Ich kann doch nicht auch dann wieder sagen, wir gehen jetzt weiter und zum Schluss sagt irgendeiner dann, machen wir nicht, das Geld ist nicht da. Also da würde ich mir schon wünschen, dass man wirklich auch Klarheit und Wahrheit hinter diese Themen legt, um das wirklich umsetzen zu können. Ein letztes noch zum Thema Fastlane, weil wir uns heute neben der Krankenhausreform auch nochmal mit der Fastlane für ausländische Pflegekräfte beschäftigt haben, wenn Sie so wollen. Eine One-Stop-Agentur, die versuchen soll, diese Dinge aus einer Hand auch zu steuern. Wir wissen, dass wir einen hohen Bedarf an Pflegekräften in der Zukunft haben, dass wir den nicht alleine decken werden können mit eigenen Leuten, sondern darauf angewiesen sind, dass auch aus dem Ausland Pflegekräfte zu uns kommen. Deswegen war die Reise des Ministerpräsidenten gestern gut und wichtig und wird auch in den Kreisen wirklich sehr begrüßt. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir schneller und besser werden in den Verfahren. Deswegen ist es gut, dass diese zentrale Stelle für Einwanderung von Fachkräften und auch die Koordinierungs- und Beratungsstelle für Berufsanerkennung in Nürnberg zusammen mit dem Landesamt für Pflege jetzt koordiniert wird, wenn Sie so wollen, dass diese Dinge abgestimmt aufeinander laufen, dass vom Anfang des Ausländerrechts der Einwanderung bis zur Anerkennung der Berufsabschlüsse gemeinsame Teams gebildet werden, die die Dinge optimieren, die tatsächlich nicht nur zentralisieren, sondern die Verfahren auch entbürokratisieren, vereinfachen. Wir brauchen auch einen Mentalitätswechsel in dieser Frage. Es muss einfach möglich sein, dass Pflegekräfte schneller auch zum Beispiel zum Arbeiten kommen, weniger Defizitbescheide, mehr Kenntnisprüfungen, weniger Bürokratie, schneller die Hand am Bett. Das ist das Ziel dieser Fastlane, die wir heute nochmal auf den Weg gebracht haben, gemeinsam Innenministerium, Sozialministerium und Gesundheitsministerium. Das wird im Juli losgehen. Aber auch jetzt wollen wir schon die Altfälle beschleunigen. Das, was bei den Regierungen liegt, muss jetzt schon in eine andere Art und Weise des Verfahrens gebracht werden. Auch da sollen Dinge entbürokratisiert werden, vereinfacht werden, damit auch die Fälle, die jetzt schon da sind, noch schneller zu einem guten Abschluss geführt werden können. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Jürgen Umlauft, Frankenpost, der Neue Tag. Eine Frage an den Herrn Engelhausen. Wenn Sie mir erklären könnten, bitte, was es bedeutet, dass etwa 50% der Kliniken in Grundversorgung in eine ambulante Struktur überführt werden müssen. Was muss man sich darunter vorstellen, bitte? Ja, wie gesagt, das war das mathematische Ergebnis der Folgenabschätzung, die die Deutsche Krankenhausgesellschaft gestern präsentiert hat. Im Übrigen federführend von einem sehr prominenten Mitglied der Regierungskommission selber gemacht. Das ist jetzt also nicht irgendwas gewesen, was jetzt aus dem Haus der Deutschen oder der Bayerischen Krankenhausgesellschaft kam. Was ist damit gemeint? Das sind diese sogenannten Level 1i-Häuser, wie das die Kommission beschrieben hat. Das sind Krankenhäuser, die im Wesentlichen Pflege geführt werden. Also, wenn Sie so wollen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, wo dann über die Rufbereitschaft ein Arzt mit dabei ist. Das ist nicht das, was wir uns so landläufig unter einem Krankenhaus vorstellen, wenn man das so sagen darf. Das heißt nicht, dass diese Form nicht sinnvoll ist in dem einen oder anderen Fall. Aber jetzt nahezu die Hälfte der bayerischen Krankenhäuser auf dieses Level runterzubringen,
wäre verrückt. Das macht erstmal die Menschen, die in dem Krankenhaus arbeiten, unsicher. Was bedeutet das für meine Arbeitsplätze? Das macht die Bürgerinnen und Bürger unsicher. Was bedeutet das für die Versorgung? Und man muss auch die Schrittfolge ändern. Erst einmal ist der Bund gefordert, überhaupt einen Rechtsrahmen für diese integrierten Gesundheitszentren, medizinisch-pflegerischen Versorgungszentren, nennen Sie es, wie Sie es wollen, für diese Zwischenstruktur zwischen ambulant und stationär zu bringen. Das fordern wir seit Jahren und das muss der Gesetzgeber bitte erstmal machen und dann kann man das erproben mit einem regulären Gesetz und erst dann kann man auch überlegen, wie viele Kliniken können das sein. Aber weder das Gesetz zu haben, noch eine Idee der Versorgung, aber schon mal pauschal einen Vorschlag zu machen, der dann je nachdem, wie man das rechnet, 30-50% dort reinbringt, ist nicht seriös. Noch zu dem Unterschied 30 und 50%, das hängt damit zusammen, dass die Kommission ein sogenanntes Erreichbarkeitskriterium eingeführt hat. Das würde noch mal dramatischer werden, gerade auch für größere Einrichtungen, weil das könnte, also die Idee dahinter ist, innerhalb eines Umkreises von 30 Fahrminuten um ein Level 2, Level 3 Krankenhaus darf es gar kein kleines, normales Regelgrundversorgungshaus geben. Das ist der Grundgedanke dabei. Und das würde wirklich toll aufgebaute, bedarfsnotwendige Krankenhäuser in Bayern zu einer Schließung führen, wo auch tatsächlich die Regierungskommission selber sagt, naja, das haben wir nicht so gemeint. Aber es steht dann nun mal so. Und deswegen sagen wir auch, wir brauchen einen Neustart und es macht auch gar keinen Sinn, jedes Thema, wo die Regierungskommission sagt, das war nicht so gemeint, dann sozusagen abzuräumen in so einem Schichtmodell, sondern ich glaube, wir müssen es neu denken. Wolfgang Ranf von der Bild. Dankeschön. Herr Pannermeier, Sie haben gerade eben gesagt, dass viele Stationen wegen Personalmangel geschlossen werden müssen. Haben Sie da vielleicht Beispiele? Können Sie das etwas konkretisieren? Ist in Ihrem Bereich irgendwo in einem Krankenhaus eine Station geschlossen worden? Und Herr Herrmann, aus bayerischer Sicht auf die Sicherheitskonferenz hin gesehen, wer ist denn für Sie da der wertvollste Gast? Also ich glaube, im Überblick könnte Herr Engehausen vielleicht das sogar noch präziser sagen, weil er den Überblick über die Kliniken besser hat als ich. Ich kann aus den Gesprächen mit Kollegen aus der Kommunalpolitik halt berichten, dass aus vielen Häusern berichtet wird, dass eben nicht nur während der Corona-Zeit oder während der akuten Corona-Phase Betten nicht betrieben werden konnten, sondern dass dieser Zustand jetzt auch weiter anhält, weil einfach das dafür notwendige Personal nicht verfügbar ist. Man kann auch nachschauen, wie viele Kliniken in der Notfallversorgung abgemeldet sind, weil sie nicht in der Lage sind, nur zusätzliche Patienten anzunehmen. Und das sind halt lauter so Hinweise, die darauf hindeuten, dass die Leistungen nicht im vollen Umfang erbracht werden können. Ich weiß nicht, Herr Engehausen, ob Sie noch konkretere Informationen dazu beisteuern könnten? Ich kann kurz was dazu sagen. Herr Staatsminister hat einen wesentlichen Punkt gesagt. Wir müssen eine Krankenhausreform mit der Notfallversorgung zusammendenken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und da haben wir tatsächlich auch ein bisschen die Herausforderung. Wir müssen Stationen schließen oder auch die Notfallversorgung uns dort auch teilweise abmelden, weil wir einerseits tatsächlich den Fachkräftemangel haben, weil wir aber auch in den Krankenhäusern zwischenzeitlich so große Regularien haben, dass wir einerseits viel zu viel Bürokratie machen, auch das hat der Staatsminister gesagt, und wir müssen bestimmte Personalstrukturvorgaben vorhalten, die nicht sachgerecht sind. Das heißt nicht, dass wir mit weniger Personal arbeiten wollen, aber wir haben mittlerweile für jedes einzelne Thema eine ganz spezielle Personalqualifikationsvorgabe, die natürlich gerade in Zeiten von Fachkräftemangel es besonders schwierig macht, weil eine Pflegefachkraft ist dann nicht gleich Pflegefachkraft, ein Facharzt ist nicht gleich Facharzt, sondern da sind immer kleinteiligere Strukturen notwendig, die einfach die Vorhaltung und die Aufrechterhaltung der Strukturen immer weiter aufblähen. Auch das ist ein Kritikpunkt, was nicht bedeutet, dass wir per se gegen Strukturvorgaben sind, aber das ist jetzt in einem Maße gekommen, dass wir immer mehr sozusagen Aufwände betreiben müssen gegenüber dem, was wir behandeln können. Deswegen ist es auch richtig, mehr in Ambulantisierung zu machen, aber auch diese Bürokratie wieder zurückzubauen. Zur Münchner Sicherheitskonferenz vielleicht noch einmal. Also erstens, jeder Gast ist natürlich wichtig, vor allem in einer
Situation wie der, wo es ja um nichts Geringeres geht, als schon um die Frage der, der Zukunft der Weltordnung, ja, zwischen dem westlichen Gedanken der liberalen Demokratien auf der einen Seite und autoritären Regimen, die so wie Russland das jetzt macht, mit militärischer Gewalt versucht, eine Revision der Ordnung nach 1990, also nach dem Ende der Spaltung Europas und durchzuführen. Also ganz zentral, die wichtigste Komponente ist sicherlich die transatlantische Komponente, die dadurch zum Ausdruck kommt, dass eine bisher noch nie dagewesene Anzahl an Mitgliedern des US-Kongresses, also Representatives und eine große Zahl von Senatorinnen und Senatoren teilnehmen wird, dass die Vizepräsidentin kommen wird und was auch immer ganz zentral ist, die extrem hohe Anzahl von Bilateralgesprächen, die ja sowas jedenfalls bei den letzten Tagen und ich gehe davon aus, dass das in der Dimension auch diesmal so sein wird, die Zahl der Bilateralgespräche am Rande der UN, UN-Hauptversammlung toppt. Und das ist ja der Kern, nicht nur die großen Panels, wo sozusagen Podium und Publikum miteinander sprechen, sondern vor allem die häufig ja sehr vertraulichen Bilateralgespräche, dass also München ein Forum ist für wirklich sehr, sehr wichtige derartige Gespräche. Und aus unserer Sicht wird man sehen, was am Ende an Gesprächen alles zustande kommt. Das ist immer im Vorfeld, selbst auch wenn heute schon Dienstag ist, immer sehr schwer zu sagen, weil sich die Pläne ununterbrochen ändern bis im Grunde bis zum Freitag hin noch. Aber also soweit alles planbar ist, steht jetzt jedenfalls der Empfang der US-Vizepräsidentin Kamala Harris durch den Ministerpräsidenten fest, noch ein paar andere hochrangige Gespräche, aber letztlich wird man sehen, welches dann stattfindet, wenn es soweit ist, denn wie gesagt, die Schedules der Teilnehmer ändern sich ständig. Eva Eichmann, Bayerischer Rundfunk. Ja, mal eine Verständnisfrage. Diese GEMA-Geschichte, die Sie angesprochen haben, auch der Herr Aiwanger hat gesagt, das ist, wenn es nicht kommerziell ist, das heißt, jeder kleine Kinderfasching, der aber Eintritt verlangt, fällt da raus, ist damit nicht betroffen, oder, von dieser GEMA-Freiheit? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage zur Krankenhausgeschichte. Ich habe jetzt von Ihnen viele Sachen gehört, was Sie alles nicht wollen. Trotzdem zum Beispiel Sie, Herr Pannermeier, haben ja gesagt, es ist eine Schieflage, es braucht diese Reform. Können Sie für Nicht-Krankenhaus-Insider oder Sie, Herr Engelhausen, ein, zwei Punkte ansprechen, wo Sie sagen, in diese Richtung wollen wir. Das wäre wichtig, um quasi diese Schieflage aufzulösen. Danke. Also zu der GEMA, da geht es tatsächlich um Veranstaltungen, also Musikveranstaltungen, entweder mit einer Band oder auch wenn das von der Konserve kommt, bei der kein Eintritt verlangt wird. Wenn es um Details geht, würde ich aufs Sozialministerium verweisen, weil die den Vertrag ausgehandelt haben, um die Frage zu sehen, was ist genau kommerziell und nicht kommerziell, was ist genau sozusagen eine Vergütung und was ist vielleicht bloß irgendwie ein Unkostenbeitrag oder Ähnliches. Das muss man sich einfach anschauen. Aber der Kerngedanke ist tatsächlich, und das liegt ja auch nahe dort, wo kommerzielle Interessen im Raum stehen, da kann man auch einem gemeinnützigen oder Sportverein oder so zumuten, dass er sich um die GEMA-Frage kümmert. Aber dort, wo es einfach nur um ein Sommerfest oder Ähnliches geht, da soll eben dieser auf der einen Seite bürokratische und auf der anderen Seite finanzielle Aufwand von den Vereinen sozusagen, die sollen da entlastet werden. Also ich kann mal beginnen und kann mal dann gerne ergänzen. Also ich würde nochmal unterstreichen, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich denke, dass so ein Weg über Vorhaltepauschalen in die richtige Richtung weist. Also man muss aus dieser Situation raus, dass Vorhaltekosten nicht refinanziert werden können. Man muss aus diesen Unzulänglichkeiten, aus dem reinen DRG-System, die man kennt, muss man raus. Und es müssen vor allem auch Kostensteigerungen abgebildet werden. Also es macht keinen Sinn, wenn ich als Grundlage einen Wert habe, der bei weitem nicht sich dynamisch mitentwickelt mit den Kosten. Das ist mal ein Teil. Ein zweiter Teil ist, ich glaube, dass man all das, was man andenkt, jetzt parallel immer abchecken muss auf die praktische Auswirkung. Also es macht keinen Sinn, ein theoretisches Konstrukt losgelöst von praktischen Auswirkungen zu entwickeln und einen Stein ins Wasser zu werfen, der Riesenunruhe damit erzeugt. Der Kollege Kammersin hat es auch ausgeführt. Also es sind
ganz viele Häuser jetzt momentan am Überlegen, wie sie sozusagen eine weitere Entwicklung anstoßen können, um zum nächsten Schritt zu kommen, um die nächsthöhere Stufe möglicherweise erreichen zu können. Da werden gewaltige Investitionen induziert möglicherweise und Unruhe in ein System hinein, das überhaupt noch nicht gegossen ist und das überhaupt noch nicht klar ist. Also man muss das rückkoppeln tatsächlich mit den praktischen Auswirkungen. Man braucht Verlässlichkeit. Also man braucht wirklich Planbarkeit und Verlässlichkeit, damit Investitionen auch in einen verlässlichen Rahmen hinein entwickelt werden können. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, ich glaube, man muss sich einen realistischen Zeitraum vornehmen, um so einen Prozess zu gestalten. Es ist in den letzten Wochen viel über eine sehr grundlegende Reform gesprochen worden, die in Dänemark angestoßen wurde. Die haben 2007 begonnen und sind immer noch dabei und übrigens auch im Nachsteuern und im Verändern. Also daraus lernt man, so ein Prozess ist wahrscheinlich nie zu Ende, sondern wird sich immer weiter auch fortsetzen und muss auch nachgesteuert werden. Aber man lernt auch, dass man einen Zeitraum vielleicht von 10, 15 Jahren in den Blick nehmen muss, um so einen Umbau zu gestalten. Das geht nicht innerhalb 5 Jahre. Das kann man am Tisch so planen, aber das kann man in der Praxis nicht so umsetzen. Das wären mal 3 Aspekte aus meiner Sicht. Ich bin neugierig auf die Ergänzungen. Ja, wenn Sie wollen, kann ich noch aus Sicht der Bayerischen Krankenhausgesellschaft 2, 3 Sätze sagen. Also der Schlüssel für uns ist das Thema Fachkräftemangel. Wir haben natürlich auch Forderungen der Finanzierung, aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, für eine anständige Finanzierung brauchst du keine Reform, da brauchst du nur die Bereitschaft, das zu zahlen, weil wir haben letztes Jahr eine Kostensteigerung oder eine Erlössteigerung von 2,3% bekommen. Sie wissen alle, wie die Inflation war. Dieses Jahr von 4%. Sie wissen auch, wie die Inflation ist. Damit ist Krankenhaus nicht finanzierbar. Aber dafür brauchen wir keine Reform. Da brauchen wir nur die Bereitschaft des Bundes, dort die Betriebskostenfinanzierung zu sichern. Die Reform brauchen wir für die Fachkräfte. Und da haben wir 2 Dinge. Das eine ist attraktive Arbeitsplätze für die Beschäftigten und die Ressourcenschonung. Und da gibt es Dinge, die sind schon angestoßen, wie die Ambulantisierung, also mit weniger Aufwand ambulant auch am Krankenhaus behandeln zu können. Da müssen wir auch weitermachen. Und dann geht es um die Frage, Doppeluntersuchung vermeiden. Das hat was mit Digitalisierung zu tun, die Doppelvorhaltung zu reduzieren, Bürokratieabbau und die bessere Leistungskoordination. Und für die bessere Leistungskoordination, Herr Präsident Pannermeier hat es gesagt, da glauben wir, dass die Vorhaltefinanzierung ein Schlüssel ist. Aber eine Vorhaltefinanzierung, die nicht aus einer mathematischen Berechnung herauskommt, sondern die der Planung folgt. Das heißt, der Freistaat plant anhand dann idealerweise aus unserer Sicht von Leistungsgruppen, wie das auch die Reform, die Kommission vorschlägt, aber deutlich weniger Leistungsgruppen, 30 oder 60. Und davon ausgehend gibt es einen Planungsprozess des Landes, und hinter diesem Planungsprozess des Landes steckt dann eine Vorhaltefinanzierung. Wenn man das so rum macht, glauben wir, dass es Druck aus den Krankenhäusern nimmt, immer mehr behandeln zu müssen. Es nimmt Druck raus, sich auch gegenseitig im Wettbewerb zu begeben der Fachkräfte. Und das wäre eine Chance, dann sozusagen stabil in die Zukunft zu gehen. Uli Bachmeier, Augsburger Allgemeine. Ja, ich wollte nochmal nach dem Grundprinzip fragen, wenn man jetzt zum Beispiel von diesem Schlaganfallbeispiel ausgeht. Ne? Wenn ihr bundesweite Regelung will, dann muss ich doch irgend sowas machen, wie sagen, okay, innerhalb 30 Minuten oder wenn es medizinisch angesagt ist, innerhalb 20 Minuten. Das wird sich doch in Bayern dann nicht automatisch anders auswirken als in Köln. Wenn die Wege weiter sind, muss halt das Krankenhaus näher sein. Also ich verstehe es nicht ganz, wo Ihr Problem ist. Außer wenn ich mir denke, wenn ich das mal so provokativ sagen darf, dass es ein gewisses Eigeninteresse der Krankenhäuser gibt, weitermachen zu können. Wenn Sie erlauben, würde ich was sagen und vielleicht Herr Staatsminister Holoczek auch, weil das Thema Schlaganfall liegt auch dem Freistaat und Planungsprozessen sehr am Herzen. Wir haben anerkannterweise in Bayern vermutlich sogar das beste Schlaganfallnetz mit den Netzen, die wir haben, deutschlandweit. Das ist auch anerkannt wissenschaftlich. Und dieses Netz geht davon aus, dass es große Maximalversorger gibt mit Zentren, die dann sozusagen die Versorgung auch in die Fläche bringen. Telemedizinisch mit Flying Doctors, mit einem komplett integrierten System, jahrelang erprobt.
Und davon jetzt runterzugehen, unter dem ganzen Erfahrungswissen, diese ganzen bewährten Dinge, nur weil eine Kommission sagt, naja, das ordnen wir jetzt anders und die Hälfte derer, die jetzt daran arbeiten, sollen da zukünftig nicht mehr dran arbeiten. Ja, was soll denn das? Das macht keinen Sinn. Wir haben überhaupt nichts dagegen, beispielsweise die Minutenzeiten festzulegen in der Schlaganfallversorgung. Die haben wir ja. Und wir sind da auch weit schneller und besser, als es im bundesweiten Standard ist. Und da muss man sagen, wirklich Vorsicht an der Bahnsteinkante, sowas holzschnittartig verwerfen zu wollen, wäre fahrlässig. Ich wüsste auch niemanden in Bayern von den Medizinerinnen und Medizinern, die daran arbeiten, die das nur im Ansatz sinnvoll fänden. Ja, das kann man eindeutig unterstreichen. Ich finde, man muss einfach die gewachsenen Strukturen, die funktionieren und die auch eine gute Versorgung gewährleisten, die darf man nicht aufs Spiel setzen. Und deswegen ist es richtig, dass wir möglichst Länderöffnungsklauseln kriegen, die es möglich machen, diese guten Versorgungsstrukturen nachzuziehen und weiter zu behalten. Und das ist das, was wir fordern, auch bei der Geburtshilfe, wenn 40% jetzt sich andere Krankenhäuser suchen müssen, weil eine Riesenanzahl wegbricht oder die Fachkrankenhäuser nicht klar ist, wo die sind, dann ist das einfach ein Murks, um es mal deutlich zu sagen, wie auch der Murks anscheinend weitergeht. Ich höre jetzt gerade aus einer Schalte, dass die Testpflichten zum 1.3.23 fallen, vielleicht ganz interessant, weil jetzt gerade parallel eine Schalte mit dem Bundesminister Lauterbach war. Bei den Maskenpflichten ist es aber immer noch nicht ganz klar. Zum Teil fallen sie, zum Teil nicht. Auch da sehen wir wieder genau den Punkt, wo die Dinge nicht bis zum Ende gedacht werden. Und das erwarte ich einfach. Es kann auch nicht sein, übrigens, dass wir ein Gutachten in Auftrag geben müssen, nur damit wir sehen, was die Reform auslöst. Das ist die Frage der Expertinnen und Experten. Die müssen doch schauen, vom Ende her denken, was bewirkt es. Und jetzt macht ein Experte macht das Gutachten und am nächsten Tag macht er das Gutachten für die DKG, wie die Auswirkungen sind. Also wenn ich mir das vorstelle, da muss ich ja schon fast gespaltene Persönlichkeit sein, da wirke ich mit an dem Punkt und beim nächsten wirke ich dann mit, wie die Folgen sind. Also ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Und das will ich einfach nicht. Ich will, dass wir von den Menschen im Freistaat her so eine Reform machen. Wir brauchen eine Reform. Das wird auch nicht immer ganz einfach werden. Da schaue ich zu den kommunalen Spitzenverbänden rüber. Aber wir sind uns da einig, dass wir das nur gemeinsam machen können, auch in einem Dialogprozess, und das werden wir angehen. Aber dazu brauchen wir Rahmenbedingungen, die eine Reform möglich machen, und die muss der Bund jetzt liefern, und die vermisse ich. Und da müssen wir einfach hart bleiben und dranbleiben. Weitere Fragen sehe ich nicht. Damit schließe ich die Pressekonferenz.